Wir frühstücken jetzt erstmal. Das Frühstück ist the breakfast. Das Frühstück. Kilo. Wir sind heute in Dresden. Und es ist sehr, sehr schön hier. Die Stadt Dresden wurde im Zweiten Weltkrieg fast ganz zerstört und dann renoviert. Es ist sehr schön hier. Und wir essen jetzt erstmal Frühstück. Ja, Frühstück. Frühstück. Ja, sehr gut. Frühstück. Das bedeutet Breakfast, ja. Und früh means early. Und das Stück means a piece. So it's an early piece you're taking, basically. Frühstück. Okay, also hier seht ihr Käse Frühstück. So Cheese Breakfast. Und hier sind ganz viele Käsesorten. Ja, so sieht das aus. Und da ist ein Ei. Ein gekochtes Ei und ganz viel Käse und Früchte und so weiter. Hier, das ist ein Lachsfrühstück. Was bedeutet Lachs? Was bedeutet das? Lachs ist Salmon, ja? Ich glaube, das ist das. Das ist der Lachs. Und da hast du Ei und Käse und hier ist ein bisschen Wurst, also Schinken. Hier haben wir ein Fitnessfrühstück. Das ist das gesunde Frühstück. Eier im Glas, so Eggs in the Glass. Eier im Glas mit Kaviar. Ah, Kaviar sind diese Fischeier, also Eier im Glas mit Kaviar. Aha, aha, aha. So, what do you want? Eggs. Eier. Und hier sind die Getränke, hier the drinks, also wir haben Apfelsaft, Applejuice, Orangensaft, wir sagen auch O-Saft. Und Orangensaft frisch gepresst, so freshly pressed. Hört mal. Das ist die Frauenkirche, so the women's church, die Frauenkirche, die Kirche ist the church und die läutet gerade, ja, die hier, sie läutet, genau, richtig. Und es gibt noch das Wort leuchten, das ist mit Lichtern, ja, es leuchtet, aber läuten ist das, Frauenkirche läutet. So, da ist der Orangensaft. Der Orangensaft nochmal, frisch gepresst. Und hier ist das Frühstück. Oh, lecker, lecker, lecker. Hier haben wir Butter, Orange. Das ist, ich glaube, Käse. Das ist Lachs, Schinken und irgendein Dressing. Und Erdbeeren. Oh, lecker Erdbeeren. Und das ist deutsches Brot. Brot. Wow. Brot. Muy difícil. It's like bread. German Bork? Bread. Bork? Brot. No. Brot. Bork. No, too difficult. Hier ist jetzt die berühmte Frauenkirche. Nicht zu verwechseln mit die Kirche. Die Kirche ist the cherry. Das ist eine Kirche, frisch vom Baum. Und die Kirche ist the church. Und da seht ihr die dunklen Flecken, ja? Die Dark Spots, das sind die alten Steine und das andere sind die neuen Steine. Die hellen Steine sind die neuen. Komm, wir gehen mal ein bisschen. Genau, und da oben ist auch eine Uhr, up there is a clock. Eine sehr schöne Kirche. Und ganz ehrlich, ich weiß nicht, warum sie Frauenkirche heißt. Really honestly, I don't know why it's called Women's Church actually. But you can look it up, yeah? You go to Wikipedia and you type in Frauenkirche and then you can find it. Hier haben wir die Semperoper. Die Semperoper. Ah, ist echt schön hier, guck mal. Und da sind ganz viele coole Gebäude, da ist ein Schloss und alles mögliche. Dresden ist echt cool. Sehr, sehr schön, alt. Und jetzt sind wir im Zwinger. Der Zwinger. Der Zwinger und die Frauenkirche sind die berühmtesten Gebäude in Dresden. Ja, und hier seht ihr, das ist der Zwinger. Und hier wird gerade gebaut. Da seht ihr ein cooles Gebäude im Zwinger. Und hier, das ist eine riesen Fläche. It's a huge area. Und das ist wirklich berühmt. You should come here one day. Okay, tschüss.